Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Sie wollen nicht bleiben, wollen nicht langsamer machen. Sie will nicht bleiben. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Naja, ich fände es aber schon gut zu wissen, mit wem ich unterwegs bin und inwieweit ich mich auf die verlassen kann. Ich bin mir noch nicht... Ist das hier jetzt eine romantische Option? Oder einfach nur besonders freundlich? Weil aus Langeweile hier, sie sollten versuchen, mehr zu schlafen, das will sie nämlich alles nicht hören. Ich will aber tatsächlich noch keine Romanze mit irgendwem anfangen. Sollten versuchen, mehr zu schlafen. Süchtig nach Aufregung, oder? Ich gehe mal damit und guck mal, wie er antwortet. Ich hoffe, ich mache mir damit jetzt nichts kaputt. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen? Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit Ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Okay, das heißt, diese Option sollte ich im Optimalfall meiden, wenn ich nicht tatsächlich etwas Romantisches machen möchte. Schlaf wäre ein gutes Heilmittel. Ja, ich glaube, vielleicht vor allem in einem Sie Bett. Einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das Sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Oder jetzt doch in der Milchstraße bleiben können. Das mit den Reapern, das war jetzt schon ziemlich neu, würde ich sagen. das kaufe ich Ihnen nicht ab. Nee, ich kaufe ihr das voll ab. Okay. Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja! Ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Einverstanden. Deal. Wird gemacht. Okay, kann ich mich nochmal mit ihr unterhalten? Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Ja, im Prinzip schon. Aber ich habe ganz viele Fragen. Zum einen, was machst du gerade? Wollen Sie mir wirklich nicht verraten, woran Sie gerade arbeiten? Nein, will ich nicht. Nächste Frage. Wow. Wie war Ihre Zeit auf der Nexus? Naja, zunächst mal wurde ich früher aufgetaut als geplant. Ich hatte eine findige Komplizin, die ein paar Strippen gezogen hat. Anschließend habe ich irgendwie außerhalb des Systems gelebt. Ich bin rumgeschlichen und habe Leute bequatscht, mich auf Exkursionen mitzunehmen. Nachdem ich dann meine erste Reliktruine entdeckt hatte, habe ich angefangen, mir Shuttles, auszuleihen. Danach habe ich nicht mehr sonderlich viel Zeit auf der Nexus verbracht. Ich habe sogar den Großteil der Revolte verpasst. Okay, flirten? Nein. Noch nicht. Sie hatten erwähnt, dass Sie nicht allein nach Andromeda gekommen sind?
Ihnen entgeht auch gar nichts. Nein. Ich schätze, deshalb sind Sie vermutlich der Pathfinder. Ja. Sie war einfach nur eine Freundin. Diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Aber jetzt ist sie nicht mal mehr das. Es ist besser, sich ohne Einschränkungen oder Bindungen ins Unbekannte zu stürzen. Meinen Sie nicht auch? Klingt ziemlich einsam. Ich verstehe, was Sie meinen. Naja, es ist natürlich besser, wenn du an einem... Ich meine, auf dem Schiff hier oder alleine durch das Weltall zu ziehen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht überlebt, ist sehr hoch. Es ist eigentlich ziemlich von Vorteil, keine Bindungen zu haben. Auf jeden Fall. Eine gewisse Unabhängigkeit kann durchaus hilfreich sein. Ganz genau. Ich will nicht, dass mich irgendetwas zurückhält. Okay, flirten will ich nicht. Die Relikte, die Kuda ist. Erstmal will ich noch mehr zu den Relikten wissen. Warum interessieren Sie sich so für die Relikte? Soll das ein Witz sein? Sie sind der Beweis für eine hochentwickelte Spezies, über die niemand etwas weiß. Faszinierender geht's doch gar nicht. Es gibt so viel zu entdecken und ich will die Erste sein, die hinter ihre Geheimnisse kommt. Außerdem ist ihre Technologie auf einem ganz anderen Niveau. Wer weiß, welche Fortschritte wir machen könnten, wenn wir sie nur richtig einsetzen. Das ist natürlich gut, solange wir uns nicht selber in die Luft sprengen. Also, was halten Sie von unserem Team? Es ist ein interessanter Haufen. Bei Vetra habe ich ein echt gutes Gefühl. Sie ist nicht die typische militärisch denkende Turianerin. Liam scheint ziemlich aufgeweckt zu sein. Ich glaube, er wird mich noch überraschen. Drake ist, naja, alt. Ich frage mich, ob er noch was Neues dazu lernen kann. Was ist mit... Gil ist kompliziert. Ich werde aus ihm noch nicht ganz schlau. Callow und Suvi wirken fleißig. Ich hoffe aber, sie kennen nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wer fehlt noch? Naja, da wären noch... Ach ja, richtig, Cora. Erzählen Sie mal, ist die wirklich so steif und korrekt, wie sie rüberkommt? Ja, genauso, genau das. Sie ist genauso, wie sie sein sollte. Fähig und verlässlich. Sie ist ein wertvoller Teil meines Teams. Ja, ja, schon klar. Genauso kommt es auch rüber. Fehlt noch Lexi, unsere Ärztin. Sie ist eine Asari. Oh, zu ihr komme ich wann anders. Aber alles in allem scheint es eine vernünftige Truppe zu sein. Warum wann anders? Kann es sein, dass sie diejenige ist, die Phoebe aufgeweckt hat vielleicht? Okay, Sie sind erlöst, Phoebe. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke. Und schauen Sie mal wieder vorbei. Immer gerne. So. Okay, wir haben mit Phoebe geredet. Wo ist unser Krug? Der wollte in der... Diese Türen. Ah. Wer hat das gebaut? Jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde weglaufen. Danke. So. Ich weiß, wir könnten auch den Aufzug benutzen, aber ich will die Leiter. So. Leiter ist cooler. Das Zeug ist hier. Auch dein Reparaturkit und die Ersatzteile? Ich habe das Notfallset, das du mir zusammengestellt hast, immer bei mir. Gut, sehr gut. Ich melde mich dann später nochmal. Okay. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Ach du Scheiße, wie alt ist der Typ? Wir mögen hier Ärger. Kein Ärger klingt perfekt. Ach, tob dich aus, Dicker. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Ten. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Du wohnst in der Küche. Nexus hat auf sich gestellt zu sein. Die Nexus hat Vorräte. Ihre Leute müssen doch gewusst haben, was sie erwartet, als sie die Nexus verlassen haben. Klar, aber wir hatten auch nicht sonderlich viele Optionen. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen.
Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Tja, sind halt Kroganer. Die sind ziemlich stolz. Ich verstehe auf jeden Fall, warum sie gegangen sind, aber... Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Aber ich kann voll nachvollziehen, warum die da keine Lust mehr drauf hatten. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Der macht einen sehr, sehr, sehr vernünftigen Eindruck. Ryder, kennen Sie Spander? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Kroganer verarscht und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist, aber können wir machen. Wie ist es so, Cash als Enkelin zu haben? Cash ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen. Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Mag sie, wenn sie es sagen. Ich finde die tatsächlich echt nett. Sie ist ehrlich. Und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Tja, irgendwas muss sie ja von mir haben. Ich mag den Typen. Hat Lexi sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Tja, warum? Er klingt, als hätte er Erfahrung. Sagen Sie das? Ich habe gesehen, was Bots anrichten können, wenn sie sich gegen ihre Schöpfer wenden. Ich war an einigen solcher Kämpfe beteiligt. Es hat schon einen Grund, warum diese Art der Forschung verboten wurde. Mit der Meinung sind Sie nicht allein. Ich wurde aus der Allianz entlassen, als bekannt wurde, woran mein Vater geforscht hat. Das wundert mich nicht. Ich schätze mal, damit war der Name Ryder ruiniert. Mehr oder weniger. Ja, KI-Forschung ist echt gefährlich. Allerdings haben die meisten KIs sich ja nicht absichtlich gegen ihre Schöpfer gewendet. Bei den Geth wissen wir ja, dass die Quarianer sie quasi dazu gedrängt haben. Edi hat sich zwar gegen Cerberus gewendet, aber halt für uns entschieden. Eine durchaus menschliche Entscheidung. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht ganz, ob ich Sam vertrauen kann, aber er macht den Eindruck, als wäre er ziemlich vernünftig. Und loswerden wir ihn ja sowieso nicht mehr. Allein schon wegen der Verbindung zu ihm und dem Vater. Sam ist Teil dessen, was jemanden zum Pathfinder macht. Damit müssen Sie einfach klarkommen. Kein Problem. Solange er nicht in meinem Kopf ist und nicht an meinem Körper rumfuscht. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. So alt wie der ist, ich könnte mir fast vorstellen, dass der in dem Krieg der Quarianer gegen die Geth, dass er den Krieg meinte, dass er den mitbekommen hat, als die Quarianer vertrieben wurden. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Tja, den hat er. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat sie erst spät in das Projekt geholt, richtig?
Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen, diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich freue mich auch schon darauf, gleich mit der zu reden. Ja, sie kann sich durchsetzen. Definitiv. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro. Und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Verarscht. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrohwurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Die Krogane hier scheinen echt vernünftig zu sein. Also, da waren die Clans auf Tujanka schlimmer. Warum kann ich nochmal nach Kriegsgeschichten fragen? Fragen wir erstmal nach dem Aufstand. Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Die tut mir auch echt leid. Befürchten Sie, irgendjemand könnte Cash etwas antun wollen? Tja, ich befürchte eher, dass sie Spender aus einer Luftschleuse wirft. Oder er versucht, ihr in den Rücken zu stechen und sie ihn dann ins All pustet. Tan wollte mir nicht glauben, als ich ihm erzählt habe, dass Spender an der Meuterei beteiligt war. Ich hatte keine Beweise. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Klingt auf jeden Fall gut. Warum kann ich das nochmal fragen? Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitschek am Arsch? Keine Ahnung. Irgendwelche Tipps über die Cat oder den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann sterben sie wie alles andere auch. Tja, ich bin halt kein Kroganer, das bringt mir nichts. Ich kann nicht so hart schlagen. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Pirscher sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Okay, besten Dank für das Gespräch. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Nennen Sie jeden kleiner, nennen Sie mich nicht kleiner. Nennen Sie jeden kleiner. Betrachten Sie jeden als kleinen? Wenn man bedenkt, wie alt ich bin, ja, so ziemlich. Er wird eh nicht damit aufhören, mich so zu nennen. Das kann ich mir, das ist, nee. Kann ich gleich vergessen. Ach, jetzt geht hier diese Tür, da... Was haben wir hier? Q-Info-Board. Ja, ich will aber vorher noch hier rein. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass er da nicht weiter mitmachen wird. Er weiß eben, dass Sarah die bravere von uns ist. Ich denke, sie sind beide nicht ganz einfach. Ey. Halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ach, du machst das schon. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. The fuck? Sie stecken voll. Warum kann ich hier mit absolut jedem flirten? Ich habe keine Ahnung. Also, sie sind Anatomin und Ärztin. Oh cool, die Leichenflitterin fleckt uns zusammen. Anatomin? Ärztin? Das ist ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Ich bin außerdem approbierte Psychologin. 275 Jahre sind reichlich Zeit, um sich in mehreren Fachbereichen zu spezialisieren. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Okay. Rennt sie erstmal weg. Ich will gerade noch mit niemandem flirten. Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Ja gut, wo sie recht hat. Wie schlägt sich die Crew ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Fangen wir mal mit den Menschen an. Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Oh Mann. Von rechts nach links. Wie geht's Cora? Sie verarbeitet noch, was geschehen ist. Ihr Vater war ihr Mentor. Sie dachte immer, sie würde seine Nachfolge antreten, doch stattdessen hat er den Posten des Pathfinders ihnen übertragen. Sie vertraut zwar seinem Urteil, aber das heißt nicht, dass es sie nicht verwirrt oder sogar verletzt. Ja, das habe ich mitbekommen. Was ist mit Gil? Gil nutzt seinen Humor, um sich selbst zu schützen. Er würde sich eher im Nomad verkriechen, als sich offen mit Gefühlen zu befassen. Okay. Geht's Suvi gut? Suvis starker Glaube gibt ihr Halt. Ich selbst bin zwar nicht spirituell, aber wie ihr Verstand, Religion und Wissenschaft in Einklang bringt, ist mehr als beeindruckend. Okay, schön. Mit Lucio? Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Ja, mache ich mir auch, aber ich, keine Ahnung, ich mag ihn. Ich wüsste gerne, was Sie über die nichtmenschlichen Crewmitglieder denken. In Ordnung. Fragen Sie. Phoebe hast du ja eigentlich schon erzählt. Geht es Phoebe gut? Sie geht mir aus dem Weg, als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen Sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Wer weiß. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist.
Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Okay, interessant. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul, aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Jos. Sie scheinen alle noch irgendwie was zu haben, was sie hinterm Berg halten. Geht es Drag gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Oh, mag sie ihn? Na klar, mach ich. Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Werde ich ihm sofort erzählen. Danke für Ihre Offenheit. Wieso Ärztin arbeitet auf der? Wir haben noch so viel zu reden. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Vielleicht, weil das der Punkt war, in dem er sich dafür entschieden hat, der Andromeda-Initiative beizutreten. Weil er dachte, er hat nichts mehr zu verlieren. Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Aber ehrlich gesagt, ich vertraue ihr nicht völlig. Irgendwie... Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Also die typische Arztgeschichte. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Ich würde ihm zutrauen. Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Ja, die Psychologin hat auch was, aber sie scheint direkt offen darüber reden zu können. Vielen Dank für die Infos. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja. Ah, hier kann man Skillpunkte neu verteilen. Okay. Datenpad. Sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Ryder und ich mache dasselbe mit meinem. Harry. Oh, niedlich. Und ein hübsches Bild. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Vetra, oder? Dann haben wir einmal mit allen geredet. Ich wüsste halt gerne, wo ist sie? Ich bin in der Waffenkammer. Ah. Ich wollte gerade fragen, wo ist sie denn? Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Störe ich sie? Na, ach. Die kleine Schwester von ihr?
Und niedlich. Lassen Sie mich raten. Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss Warte, jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Oh Mann. Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Es ist vermutlich besser als die Nexus. Außerdem hat sie uns da rausgebracht, ne? Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Mir gefällt, wie engagiert... Ich würde die gerne mal loben, ohne direkt eine Herzchenoption zu machen. Und sie können mit Waffen umgehen, oder? Wir brauchen Leute wie sie. Ach komm, ich bin jetzt einfach mal nett. Wow, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Okay, jetzt ist später. Dass die immer so hardcore direkt flirten müssen, kann man nicht auch einfach mal so nett sein? Mein Gott. Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Nicht wirklich, aber ich mag, wie sie es schön kompakt zusammenfasst. Hätten wir das alles gewusst, wäre es ja kein Abenteuer. Es wäre einfach nur ein Umzug. Und wer mag schon Umzüge? Allein die ganze Packerei. Uah. Gutes Argument. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Naja, der Plan ist erstmal, die Grundversorgung aufzustellen und irgendwie abzusichern. Und dann kann man überlegen, was man als nächstes tut, ne? Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Na gut. Dann... Also dieser Aufstand, der wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir auf die Nexus gehen, unseren Krugana-Kumpel mitnehmen. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Das ist, stimmt. Das ist voll klug. Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Sie nutzen die Leute also aus, das klingt fast zu einfach. Das klingt schon ziemlich einfach. Es kann unmöglich so einfach sein. Ist es aber. Die meisten Dinge sind einfach, wenn man sie erstmal durchschaut hat. Sind sie vergeben? The fuck? Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal.
Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also ist sie quasi ein ultra guter Schmuggler. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Erstes Gespräch, erstmal Hardcore-Flirten auf jeden Fall. Das ist übrigens unser neuer Nomad. Boah, der sieht schon geil aus. Gold. Nice. Lucio haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, oder?